Weiter geht's mit Assassin's Creed 4, Schrei für Freiheit. Dann reden wir mal mit der hübschen Dame. Madame Joseph, erwartet ihr ein Paket? Ja, aber nicht euch. Wo ist L'Admiral? Verstehe. Und ihr habt dasselbe Schicksal auch für mich geplant? Seht euch um. Eine Drohung und diese Männer töten euch. Ich tue euch nichts. Sagt mir, wie kommt es, dass die Templer euch gewähren lassen? Ich bin nur der Bote. Doch bevor ihr urteilt, bedenkt, dass das Templergeld Männern wie euch die Freiheit erkauft. Ich kenne dieses Zeichen. Was wisst ihr schon? Das Brandmal eines Sklaven. Die Eloquenz eines Gelehrten. Die Hände eines Seemanns. Und eine Assassinenkutte. Kaum Waffen. Der Sturm hat euch an Land gespült. Was braucht ihr? Ein Schiff? Obdach? Das könnt ihr haben. Für den Preis dieses Pakets. Ich beschaffe mir selbst, was ich brauche. Beweist mir, dass ihr euer Versprechen ernst meint. Und vielleicht werden wir uns einig. Das ist euer Spiel? Also gut. Dann erweist mir einen Gefallen. Augustin Dieufort ist ein verschwiegener Mann. Findet seinen Kontakt auf der Plantage und übergebt ihm diese Botschaft des Gouverneurs. Augustin gibt euch die Beweise, die ihr braucht. Wiederholt diese Losung. Silipadodo, rabla, bon manger. Silipadodo, rabla, va manger. Nicht übel. Ein überzeugender Bariton. Nun schlage ich vor, ihr geht, bevor meine Bewunderer Verdacht schöpfen. Ich kann mir nicht helfen, ich finde Adewale einfach cool. Ich weiß nicht, er macht irgendwie den... Ich meine nur, er ist wie unser Edward, nur in 20% mehr Badass, mindestens. Er ist einfach der Badass-Assassine. Das habe ich gedacht, wäre unser Edward. Oh nein, er kommt viel badassiger rüber. Viel badassiger. Bin dabei! Du wirst hier gar nichts! Du willst spielen? Ja, ich will spielen! So. So spiele ich hier. Na, komm, Kiste. Brauch Geld. So. Ich schulde euch mein Leben. Es ist noch nicht vorbei. Darf ich jetzt hier mal die Leute umbringen? Die Tiere sind in guter Form. Und in den Plantagen verstanden. Ja, wen darf ich sie jetzt umbringen? Wen darf ich sie jetzt umbringen? So, Freiheit, Leute. Gepriesen sei Gott. Hilf du nun auch deinen Brüdern und Schwestern. So, KT sagt, hier sind ganz viele Kisten überall. Gehen wir erstmal nach da unten, weil da unten ist sonst nichts. So, erstmal hier unten abarbeiten. Dann hier oben abarbeiten. Die hier und dann geht's weiter.
Ja, klingt nach einem Plan. Alles Gute kommt von oben. Alles Gute kommt von oben, Junge. Danke, dass du mir diesen Schnüffel zum Hals geschafft hast. Die nervt nämlich nach einer Weile, diese Kapitäne, whatever. Na komm, schieß nochmal. Na komm schon. Danke sehr. Jetzt müssen wir nämlich auch wieder blöd gewesen. So. Der chillt mal ein bisschen in der Luft. Danke. Das werdet ihr nicht bereuen. Niemand verdient so etwas. Chill mal. Glück doch in der Luft. Sperrgebiet. Hallies. Als ob ich da noch was gebe. Dass das hier ein Sperrgebiet ist. Hallies. Ach, das sind ja gar keine Captains. Kann ich alle so umbringen. Wow, erst einen Hals durchschneiden und dann nochmal einen Hals umdrehen. Das nenne ich Overkill. Overkill. Da mache ich ja schon auch eine geile Waffe, muss ich sagen. Besser als keine Waffe. Auf jeden Fall. Wow, wir haben Geld. Nicht viel verglichen mit dem, was wir vorher hatten, also als Edward, aber... Hey, besser als gar nichts. Allemal. Oh, Sperrgebiet, Schamane mal. See if I care. See if I care. Ihr müsst das nicht tun. Bitte nicht von euch, ihr Hund. Schnauze. Saving them on the run. Hä? Wer? Ach, du willst Stress haben? Na komm her. Wow, dass der Kopf nach der Behandlung noch dran ist, ey. Mann, hast du einen sturen Kopf. Aber auch eine interessante Gegend hier, muss ich sagen. Wo ich lang? Vorne kommt eine Straße. Sollte. Jo. So, Sklavenfänger gibt's hier nicht. Sklavenfänger, Miet Assassine. Ich find's so geil, wenn er diese hochschwimmt und BÄM! Das ist so geil. Sag ja, der Typ ist badass. Eine Plantage auch noch hier.
Ah, ich muss erstmal den Tynus finden hier, bevor ich die Plantage befreien kann. Ist der Tynus am Ende noch weg? Ist uncool. Gucken hier jetzt erstmal keiner. Ich kenne dieses Lied. Si li pa do do, krabla va manger. Der weise Mann ist dort entlang. Hab Dank, Schwester. Er pfeift irgendwie cooler. Auf jeden Fall mal anders als Edward. Ja, muss man schon drin bleiben, Junge. Mal gucken, ist der noch hier auf der... Ich weiß gar nicht. Ist der noch hier? Weil wenn nicht, dann mache ich erstmal hier Befreiungsaktion. Oh, ich kann wieder häuten. Häuten! Mir ist kühl, ich entferne mich jetzt dann von der Plantage, wenn ich dahin gehe. Ach, dann halt nicht. So geht's auch immer. J'entends encore une fois réciter ce code noir. Pathetic. You were saying? So, ich muss mich wieder im Doppelpack fertig machen, das heißt... Bonjour. Bam! Bam! Niemals an Heuwagen lehnen. Weißt du doch. Niemals an Heuwagen lehnen. Stirb, Junge. Es hätte besser gehen können, aber... Noch ist nicht aller Tage Abend. Ne
Noch ist nicht aller Tage Abend. Muss nur noch einen töten. Da vorne sehe ich doch schon einen Freiwilligen. Ja, genau dich meine ich. Ah, die werfen dann die Waffen weg. Die wissen irgendwie automatisch, dass 20 Leute tot sind. Der Nacht verstecken. Die wissen irgendwie automatisch, dass dann irgendwie, 20 Leute von denen tot sind. Okay. Aussehen der Expertokrede. Das heißt... Upgrade. Bitte. Adeval-Upgrades. Okay, Widerstand. Ja, ich würde gerne dieses Aussehen da haben. Meier-Machete. Okay. Und wofür nicht das jetzt, dieses Aussehen? Oder ist das für mehr Spieler? Ich habe keinen Plan. Ihr kennt mich ja, ich habe keinen Plan. Wenn was blind ist, habe ich keinen Plan davon. Blinder geht's hier nicht. Komm, zieh dich hoch. Hallo, hoch da. Adewale. Geht doch. Sheesh. Kisten. Aber hey, ich habe schon ein Viertel aller notwendigen Sklaven befreit. Also ein Viertel der Sklavenmenge, die ich brauche. Ey, ihr habt euren Hund zurückgelassen. Es geht so nicht. So, ernsthaft, das geht doch nicht. Könnt ihr einfach nur zurücklassen? Wer soll sich denn jetzt um den kümmern? Bauziwurf. Wer soll sich jetzt um Bauziwurf kümmern? Ich habe nämlich keine Zeit. Ich bin auf einer Mission. Ich habe wieder so einen Iguan. Exakt selbe Stelle. Ja, ich weiß, dass das Ding verlassen ist. Ich hab's ja verlassen gemacht. Okay. Was kommt nun? Donnerbüchse. Okay, das ist mehr Pumpgun. Also Shotgun hier. Das ist ja eine Shotgun, ey. Sheesh.
auch sie ans Wasser stoßen und was war das andere? Luftattentat aus der Höhe von 10 Metern ausführen. Was soll ich das mal an der Decke oder was? Naja, das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, see ya, Leute.